Mein Name ist Nadine. Wir sind hier Solar Power International in Dallas 2011 und ich bin bei TÜV Rheinland mit Guido und wir werden uns ein bisschen über die aktuelle Situation bei TÜV Rheinland unterhalten. Ja, hallo. TÜV Rheinland, wenn man hier über die Messe mal geht, dann sieht man eigentlich an vielen Ständen oder den meisten Ständen unser Prüfzeichen oder unser Zeichen. Das bedeutet, dass also TÜV Rheinland gerade in Sachen Photovoltaik doch der Marktführer global ist. Wir haben an den verschiedensten Standorten auch Prüflaboratorien. Unser neuestes ist jetzt in Indien. Zudem haben wir noch in Shanghai ein Photovoltaik-Testlabor in Japan. In den USA natürlich hier, in Arizona und selbstverständlich bei uns in Köln, in unserem Heimatort Köln. Was würdest du sagen, was in den nächsten Jahren auf den amerikanischen Markt zukommt? Ja, wir alle hoffen ja, dass es jetzt endlich mal langsam in den USA abgeht, um es mal so auszudrücken. Die Leute stehen alle in den Startlöchern und ich denke, hier ist auch eine Menge Potenzial. Wir hoffen, dass jetzt die Netze endlich ein bisschen stabilisiert werden und dann hier doch der Photovoltaikmarkt explodieren wird. Ja, und da ist es natürlich wichtig, da schon vorbereitet zu sein. Gut, vielen Dank, Guido. Solar Power International Dallas von TÜV Rheinland mit Guido. Vielen Dank.